Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War. Diesmal auf der Sanders Farm, 5. Mai 1864. Ein kleinen Frosch habe ich schon im Hals. Am 4. Mai 1864 überquerte die Potomac-Armee den Rapidan im Norden an drei verschiedene Stellen. Grant scheint zu planen, seine Armee bei der Wilderness Tavern zusammenzuführen. Konföderierte Streitkräfte rücken auf zwei parallele Straßen vor, um den Feind abzufangen. Sie haben den Befehl, die linke Flanke anzuführen, die auf den Orange Turnpike vorrückt. Am 5. Mai hat sie das 5. Korps der Union gesichtet und rückt nun auf den Orange Turnpike vor, um sie anzugreifen. Rücken Sie mit Ihren Streitkräften vor und wehren Sie den Angriff der Unionisten ab. Gut, dann nehmen wir mal wieder den General Heinrich und den General Lee als Reserve und Start. General, das 5. Korps der Unionisten nähert sich den Sandersfeldern. Dies ist ein guter Ort, um Ihre Männer aufzustellen und die Yankees zu beseitigen. Ja, aber der Wald könnte mir ein bisschen dichter sein. Rücken Sie mit den eintreffenden Einheiten Ihres Korps vor und bilden Sie eine starke Verteidigungslinie bei den Sanders Farm. Aber der Sanders Farm. Okay, so, ja. Ja, haben wir wieder eine 2500 starke Einheit. Und... oh, wie machen wir das am klügsten? Das hätte ich hier gerne. Verstärkung kam von hier, ne? Oder kam von hier? Weil wenn wir das hier sauber kriegen, ach, dann haben wir hier. Aber wenn wir von hier flankieren und von da Verstärkung kommt. Ich glaube, da wurde auch gerade gesagt, Verstärkung kommt von da oben. Egal, wir müssen erstmal mit den Kanönchen. Ich würde sagen. Hallo, Kanönchen. Start. So, lauft mal hier hin. Ach, ich laufe auch erstmal hier hin mit euch. Wer weiß, ob da vor uns Feind ist. Erstmal müssen wir die Sanders Farm einnehmen. Weiß nicht, ob ich doch die vier Korps doch dann vielleicht doch gleich in der Mitte brauche. Aber wir sind doch nicht alleine. Ah, ich weiß nicht.
Ja, die haben uns überrascht. Ich glaube, wir sind doch schon schneller da, als wir dachten. Oh, da kommt einiges. Ich ziehe zwei nochmal ab. Deckung 77. Na, die Konföderierte haben uns gesichtet. Die haben nur 68. Und wir kriegen Verstärkung. Tja. Ja, die hängen doch hier schon, sehe ich doch schon. Dann nur dahin. Drei Einheiten schicke ich hier nochmal hin. Eine schicke ich hier nochmal mit hin. Und ihr beide ebenfalls dahin. Eieiei, es geht echt alles in die Mitte da. Ich glaube, Lane läuft gleich. Zurückfallen, zurückfallen. So, schützen, schützen, schützen. So, mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen näher ran. Der muss weiter flankieren. Na, da sind sie mich auch. So, das reicht schon halt. Stückchen noch sieht wird. Okay, Feuer. Ihr müsst bitte dahin. Sieht das schon interessanter aus. Thank you.
hier von der Seite bitte. Hier ein Stück nach vorne. Laufen. Greifen uns an. Nein. Gleich in den Wald hinterher. Gleich rein. Nur weiter nach vorne. Was müssen wir langsam die Farm einnehmen wieder, ne? Oh, da wird flankiert. Kanone, allesamt Feuer. Sind da noch am Leben, das gibt's nicht. Haben die sich hier gesammelt? Rüber, Ferrero. So, weiter ran. So, Pause. So, wir haben jetzt diesen Punkt. Das heißt, du stell dich mal wieder ein bisschen quer. So, du hast da 70. Das heißt, ich brauche dich dann nicht. Komm da mal lang. So, bilden wir dann eine Linie. Kanone näher ran. Dreh dich ein bisschen dahin. Und Kanone näher ran. Weiter. Hey, bleib doch mal hier. Müsste doch mal loswerden da. Oh, 57, 70. Ah ja, Hansen haben wir ja auch noch. Ah, komm, wir ziehen zurück. Und hier. Lieber eine Linie haben statt diese Krumpelwerk. Der Wald gibt uns ja eh nicht so viel. So. Hier ist 70.
Eieiei, da gibt's aber Haue. Genau, jetzt haben wir hier eine schöne Linie. 2 Sekunden noch. Dann sollten wir es gepackt haben. Wir müssen unterstützen. Der muss weg da. Du dahin, Butler. Komm du nochmal von hier. Achso, doch nicht gepackt. Weiter angreifen. Was denn? Ah, doch, sie kriegen von oben Verstärkung. General, der 6. Korps der Unionisten wurde bei der Germana Plank Road gesichtet. Es ist noch unklar, ob es uns angreifen wird oder auf dem Weg der rechten Flanke ist, die sich in ein paar Meilen weiter von uns befindet. So, die kommen natürlich zu uns. Ja, auf jeden Fall weiter angreifen, ja. Und wenn das 6. Korps der Unionisten zu ihrer Position marschiert, wird zusätzliche Verstärkung eintreffen. Da ja hier schon Verstärkung kommt, werden die bestimmt eingreifen. So, das heißt, sie können hier kommen und hier flankieren. Das heißt, ich muss hier, am besten hier in dem Wald, den Sack zumachen. Und hier aufräumen. Trinkt mal mehr Zielwasser, Jungs. Mal Pause. So, vielleicht ihr beide. Nochmal hier zur Unterstützung. Ihr drei Süßen. Macht hier den Sack zu. Dann haben wir dann ein Kanönchen. Kanönchen bitte in die Mitte. Wir müssen ja eh das da noch einnehmen. Sanders Felder einnehmen. Ja, super. Gucken wie. Wäre es echt mal Knorke, wenn da die Kanonen mal treffen. Und wenn die Linie gesichert ist, ziehe ich die zurück. Oh ja, schön in die Mitte rein. Das macht ihr richtig gut. Gute Kanonen, weiter so Kanonen. Endlich läuft da mal was. So, ihr beide. Weiter. Hier, gleich auf den da. Genau, Kanonen haben sich neues Ziel gesucht. Ihr beiden. Gleich hierher setzen. Und er läuft auch. Das heißt, er kann sich auf ihn konzentrieren. Weiter marschieren. Weiter marschieren. Nein, weiter marschieren, habe ich gesagt. Mehr Yankee-Kavallerie gesichtet. Mal. Ziehen sich irgendwie zurück, aber nicht aus dem Wald. Hallo. Wie wär's, wenn du den Arsch bewegst? Auf den da. Bevor der auch so viel Deckung hat wie wir. Und du, halt. Nein. Da, Butler. Da ist noch jede Menge. Butler, du hast zu wenig Deckung. Zurück, Butler. Zurückfallen. Oh, die Kavallerie hat es gleich zerrissen. Das ist gut. So, hierher. Mehr. Und der in der Mitte läuft. Butler, ihn töten. Wartet mal ganz kurz. Katze, das ist ein Stuhl. Bitte nicht kaputt kratzen. Danke. Wenn wir die Yankees getötet haben, dann kriegst du was zu futtern. Na? Also, feuer mich an, Katze.
müssen doch mal laufen da. Dieser Weiß, diese Abten, die gehen mir alle auf den Sack. Stirbt. Stirbt einen gerechten Tod. Zusätzliche Verstärkung kommt. Jawohl. Ach, das warte ich noch mal einen Moment. Es muss hier irgendwo eine Kettenreaktion geben. Wenn der wegfällt, können wir von der Seite kommen. Wenn der wegfällt, kann ich die aufteilen. So. Ich mache so. Ihr beide. So. Sind nur weg, sind zu weit. Das ist das Problem. Aber der läuft gleich. Ich kann schon mal einrichten schicken. Kriegen's nicht geschissen. Katze. Ah, die Katze ist gerade aktiv. Die will Action. So, halt. Ah, da kommen sie. Wie viel Deckung hast du? 83, passt. Dahin. So. Sollen sie mal hier hinten kommen? Achso, wir haben eine Verstärkung ganz vergessen. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall Einheiten. Das wird so nix. Gib mal mehr. Gib mal, was du hast da. So. Euch packe ich ins Zentrum. Das ist ja schon geschwächt. Die Kavallerie. Brauchen wir rechts auch noch eine? Keine Kanone mehr? Hätte ich aber auch noch gebrauchen können. Nee, dann zu den beiden da. Lee. Packen wir mal da in die Mitte. Und weiter. Mit allen Auftrag, ja? Ah, die Kanone nicht. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Jetzt mal mehr die Seite da. So, dann kommen wir hier in die Seite. Oh nein, nein, nein. Schön drauf schießen weiter. Entschuldigung. Hier, Miti. Komm mal hier hinten lang. Oh, diese Abten müssen laufen. Weiß läuft auch noch nicht. Aber hier Camper hat schon 700 Mann verloren. Die Deckung ist ja wohl super. Kriegst du nicht aufgebrochen. Komm, ich halt mit der Stange, ist mir egal. So, die Mitte sieht sauber aus. Die Mitte sieht sauber aus. Die ist gut. Hier kommt nichts. Ich dachte, da kommt mal was. Ja, aber ich meine Leute noch falsch positioniert. Abten wird jetzt, Minty meine ich, wird hier schön flankieren. Hier, ihr auch. Entschuldigung. Gleich weiter. Gleich weiter. Das sechste Korps der Union rückt auf unsere Position. Ja, von da kommen sie. Frische Truppen für das Land. Mal schauen, wie weit sie kommen. Keine Munition. Munitionswagen. Boah, da kommt Kavallerie, alles Mögliche kommt da. Endlich, Abten ist angeschlagen. Na, lauf da mal hin. Drehen.
Kanone bitte dahin. Brigadier wurde getötet. Aber jetzt haben wir da die Jäger, die werden auch nicht los. Vielleicht ein Stück nach vorne. Vielleicht triffst du die dann besser. Ich brauche ich direkt hier los weiter. Kavallerie. Oh, die kann ich hier gebrauchen. Wie sieht's hier aus? Läuft. Wir haben zwar die Mitte noch nicht, aber läuft. Hey, wer hat man hier? Es läuft. Kommst du vielleicht noch ein Stück ran? Ah, wir müssen die Mitte einnehmen. So, weiter. Hältst du einfach mal dicht, damit der nicht auf den Sack geht. Oh, hier, Kanone, hol sie dir. 1,25, da sieht's noch gut aus. Alter, den kriegst du nicht hier, das ist der Hammer. Halt! Es muss doch Rice gleich laufen. Ich hoffe es einfach mal. Position nehmen wir hier mal hin. Weiß läuft. Alter, weiter. So, Kanone. Attacke. So, was haben wir hier noch? Leider die Front ein bisschen nach vorne verschieben. So, zurück. Alter, jetzt haben wir sie umzingelt. Jetzt müssen wir sie nur wegkriegen. Weiter. Richards auf die Kanone, du auf die Seite da.
War noch eine Stunde oder so. Jetzt müsste er ab wieder laufen. Lauf ab, lauf! Wo ist denn die Karte? Wo ist denn diese Punkt? Der ist direkt in der Mitte. So, warte mal. Wir haben noch hier drei Einheiten. Sowas von knapp. Nur nachrücken. Attacke. Wenn wir Glück haben, laufen wir gleich. So. Perfekt. Mal wieder her. Ganz schön verzwickte Sache. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist, glaube ich, zu eng. Vorrücken, vorrücken. Gib doch auf! Seid umzingelt. Sie laufen. Nix, es ist einfach zu eng. Das wird nichts. Ich komme nirgendwo durch.
Die haben sie ja wieder schön eingekesselt, aber es bringt einfach nichts. Sie laufen nicht. Jetzt werden wir noch flankiert. Gerade gesehen? Ja, mal verloren, ne? Unentschieden. 11.000 Mann verloren. Was gab's beim Unentschieden? Minus Ruf, ja, kann ich mit leben. 12.000 Mann. Ja, ich weiß aber nicht, was ich hätte anders machen sollen. Wir haben sie ja quasi von beiden in die Zange genommen. Und wir haben ja in der Mitte, sie haben ja mehrere Wellen gegen die Mitte getrieben. Also ich weiß nicht, was ich hätte anders machen sollen. Jetzt, wenn ihr das wisst, schreibt mir da gerne in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hätte machen sollen, also. Nö, wüsste ich nicht. Ja, wenigstens haben wir unsere Verluste wieder gedeckt, aber minus 12 Ruhm. Können eh das nur für Geld ausgeben. Geld haben wir noch genug. Und die nächste Schlacht wird dann Laurel Hill sein. Das Doofe ist jetzt nur, dass wir einen Unentschieden haben. Bringt uns hier bei Cold Harbor bei der großen Schlacht kein Vorteil. Schade. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Ich habe wieder dicke Verluste. Ja. Ich werde erstmal meine Leute ein bisschen aufmunitionieren, ein bisschen wieder aufpushen. Und euch wünsche ich noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.